benutze die Achis als Sklaven. Tschüss. Die Drecks Achis. Tschüss. Was hat er für ein Hass? Wie viel Geld, dass du deinen Twitch-Account löscht? Jesse hat ihn gebannt. Guck mal, ne? Das ist so einer, der auf jeden Fall wieder anfangen wird. Guck mal, der hat nur Meta gemacht. Nur Meta die ganze Zeit. Der ist ein Gambo-Viewer. Stimmt auch, Digga. Der ist nur wegen Gambo da, Digga. Und schreibt dann auch nur Meta rein, ne? Ablehnen. Okay, Google, like dieses Video und abonnier diesen Channel. Bitte, das ist ein Video, Jeron. Ja, Marc braucht Geld. Nehmen wir erstmal natürlich die Leute, die am längsten gewartet haben, Digga. Wir haben hier einen Stuart Achi. Oh, die Achi-Community. Boah, er hat da vorher auf jeden Fall schon mal Timeouts kassiert, Digga. Hat sogar sehr viel geschrieben. Mama, what's up, Jess? Wie lange machst du noch? Wisst ihr, ob meine Mom, what's up, Jess, noch da ist? Hallo, Mom. Oder er hat Jess Mama genannt, Digga. Jetzt geht's aber los. Digga, was ist jetzt los? Ach so, jetzt verstehe ich. Sagte ich Kevin immer irgendwie, ich hätte was mit Jesse, Digga. Und versucht immer dann so Telefonate zu faken und so. Ich würde irgendwie den anrufen. Jetzt verstehe ich. Er ist ein Achi und sagt zu Jesse Mama. Jetzt weiß ich, wer der richtige Lover ist. Und sie erzählt mir auch die ganze Zeit, sie ist mal abends irgendwie richtig lange mit jemandem am Telefonieren, aber will einfach nicht sagen, mit wem. Jetzt macht es einen Sinn, Digga. Da ist der Sohn. Der ist du und Achi, Digga. Hallo, Motherfucker. Was für Provokation, ich habe sie gefragt. Also, nope, ich gehe sowieso zu einem Stupin. Ein Scheiß drauf. Es tut mir leid, dass ich Sachen in Check geschrieben habe, die nicht okay waren. Ich sehe meinen Fehler ein und hoffe auf eine zweite Chance. Hey, Stuart. Ja, komm, dann brauchen wir aufheben. Er hat es eingesehen. Hoffen wir mal. Arjron ist von LCN. Was heißt das? Google Übersetzer. So, gucken wir mal, warte mal. Sprache erkennen, Deutsch bitte, danke. Oh, ich nenne es ein Zerstörer, ein Bruch, eine Rebellion, eine Justiz, die seine Angst machen wird unter Jahre. Alles klar, Digga, was? Nee, Digga, weil der hat bestimmt irgendwas anderes gesagt. Hä? Was hat der da gebabbelt, Digga? Habt den Kampf verloren, oder? Ihr habt keine Chance gegen den. Die haben euch zweimal rasiert schon. Die haben euch zweimal rasiert schon. Schon wieder drei Leute verloren, die nichts. Alle sind im Koma. Alle sind down. Wie willst du das wissen? Ja, dann schau um die Ecke. Ja, um die Ecke liegen sie alle. Die haben euch deutlich gewonnen. Wurde gesperrt wegen Meta wahrscheinlich. Sorry. Guck mal, ne? Das ist so einer, der auf jeden Fall wieder anfangen wird. Guck mal, der hat nur Meta gemacht. Nur Meta die ganze Zeit. Der ist ein Gambo-Viewer. Stimmt auch, Digga. Der ist nur wegen Gambo da, Digga. Und schreibt dann auch nur Meta rein, ne? Ablehnen. Moin, Gesundheit, hi, ja, Irilos, Eck, tschüss, Spaß, Frankfurt, du Pipi, du Esel, du Pipi, KH, Dildo King. Was, Bruder? Ja. Ich möchte mich für die Unangenehmigkeiten entschuldigen. Okay, was soll man dazu schreiben, Digga? What's up, Jesse? Wenn du vorhast, sowas zu bannen, dann ist die Frage, wer ist hier 12? Jesse, timeoutet die. Außerzeichen BSG, einfach Peter. Das hätte bestimmt geklappt, hätte sich Caller sich eingemischt. Ihr wart in einer sehr guten Position, wie du schon gesagt so sagtest. Ah, das war wahrscheinlich gegen Dings damals, ne? Trickstars oder sowas. Lost. Caro Maro. Und dann Ballers Absturz. Er meint's ernst. Wenn man eine Fraktion wird, kann man ohne Probleme Fahrstühle beantragen. Undercover-Timing auf 10 Minuten. Jesse-Timing auf 1080 Minuten. Sekunden. Jesse hat ihn gebannt. Verstehe ich nicht. Warum wurde er jetzt gebannt, Digga? Habe ich das trotzdem nicht ganz verstanden. Anhand meiner letzten Aussage wollte ich wohl den bannen. Ich würde jedoch gerne wieder den Chat sehen, ohne ihn gleich in die Runde zu sehen. Darum bitte ich um eine Aufhebung der Sperre. Natürlich wird sowas nicht mehr vorkommen. Falls doch, habt ihr ja die Logs und könnt mich gesperrt lassen. Die Logs. Komm. Okay, Digga. Da war Jesse ein bisschen hart. Moin Jeron, moin Jeron, alles gut bei dir? Jeron, wie lange machst du noch? Moin Jeron, moin Jeron, moin Jeron, moin, moin, moin. Jesse hat die getimed für einen Tag. Knall jetzt weg, kurzer Prozess. Undercover hat ihn gebannt. Keine Ahnung, was Jesse. Wahrscheinlich hat er auch in anderen Chats was gemacht oder so, weiß ich nicht. Oder warum der am Ende dann gebannt wurde. Wollte mich entschuldigen für unnötige Nachrichten in anderen Chats. Ah, guck. Unnötige Nachrichten in anderen Chats. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was er in anderen Chats geschrieben hat. Nee, annehmen, Digga, fertig aus. Hey, bist besser als Kevin, mag dich voll, mach weiter so. Außerdem Subs. Moin. Du musst den Stand ändern. Also sorry, Stand, gönn mal Sub, please. Hat 10 Minuten Timer bekommen und danach hat Jesse gebannt. Einfach immer LG hinschreiben, das ist gut, Digga. Sorry, tut mir leid, dass ich geschrieben hab, jeder hat doch eine zweite Chance verdient. Nicht mehr nach Sub geiern. LG. Onkel Benz, ey Jeron, wie lange bist du schon Bruderschaft und warum wurde Jens nicht angenommen? Schade, hätte er es gefallen mit Jens. Ich hoffe, das wird noch was. Wie viel Geld, dass du deinen Twitch-Account löschst? Jesse hat ihn gebannt. Du! Kann ich wieder entbannt werden? Ich habe eine normale Frage gefragt. Nicht mal das. Habe nicht mal das Geld dafür.
Egge. Oh Mann, Alter. Urlaub? Bist du jetzt in La Cosa Nostra? Jack spielt schon lange da. Warum fährst du, warum fahrt ihr die ganze Zeit im Kreis? Gesund, du bist so lost, Alter. Hahaha. Timeout. Nochmal Timeout. Gebannt. Ich entschuldige mich für die Aussage, die ich getätigt habe. Egge. Cringe, was ihr macht. Hahaha, gegen wen? RIP, FF. Wie viel habt ihr beim Bällchen geholt? Ballers for life. Als ob ihr gegen die nicht holt. Hahaha, Ballen, Call, Fragezeichen. Justin, HHLG. GG, nice Tag, Ballers for life. Wie viele habt ihr geholt? Aus welchem Stand? Wurde gebannt. Zu 100% einer, der einen anderen Chat Scheiß gebaut hat. Ich glaube, ich kann mich an seinen Namen auch erinnern. Und da scheint er nur okay. Okay. Hallo, wir müssen. Moin, such dir schon mal ein neues Server. Mach mal die Musik leiser. Boah, wie ich solche. Scheiß Duper. Einfach so. Ich hab nicht mal gedupt, Digga. Er scheint einfach scheiß Duper. Timeout. Von mir sogar bekommen. Geh mal auf GVP spielen, du Kind. Heult. Hat einen Bann bekommen. Einfach so auf korrekt. Sperre ablehnen, Digga. Einfach nicht auf ehrenlos. Ach so, genau, stimmt. Ey, geh. Jeffs Schneide, Digga. Oh Mann, Alter. Dachte, du hast jetzt einen 36er. GVP im Team einfach ungerecht. Bla, bla, bla. Ich benutze die Achis als Sklaven. Tschüss. Die Drecksachis. Tschüss. Was hat er für ein Hass? Du kleiner Peach, verpiss dich, bevor ich... Zu Dennis. Zu Dennis. Würde nie wieder vorkommen. Hat zu diesem Zeitpunkt irgendwie Autismus. Wahrscheinlich nur zu dem Zeitpunkt, Digga. Hau rein, Digga. Jesse lost. What's up, Paulina? Raus. Ehrenlos. Ey, Puppe. Okay, lösch halt. Ehrenlos. Also, Jesse hat ihn getimeoutet. By the way, Pauli hat ihn für 24 Stunden getimeoutet. Wann war das denn, Digga? Paulina hat ihn nochmal getimeoutet, Jesse hat ihn gebannt. Er haut einen YouTube-Link rein. Da gehe ich ganz bestimmt nicht drauf, Digga. Hat provoziert, hat schon mehrere Warnungen bekommen, hat aber weitergemacht. Mods per PM provoziert und beleidigt etc. Oh, okay. Ablehnen. Ey, okay. LCN so lächerlich. Hahaha. Gebannt. Alles klar. Meinungsfreiheit wird groß geschrieben. LG, hab euch lieb. Ablehnen. LCN ist lächerlich. Ist keine richtige Meinung, sondern einfach nur eine triggernde Aussage. LG. It's all about humanity. It's all about humanity.